Ein Spaziergang durch Newcastle. Teil 1. Die Burg. Hallo, ich heiße Bogi und ich komme aus Newcastle. Heute möchte ich mit euch einen Spaziergang durch Newcastle machen. Auf Deutsch heißt Newcastle neue Burg. Aber eigentlich ist sie gar nicht so neu. Denn die Burg heißt schon seit dem 11. Jahrhundert Neue Burg. Damals baute Robert, der älteste Sohn von Wilhelm dem Eroberer, eine Burg aus Holz und Lehm. An der gleichen Stelle gab es schon im 2. Jahrhundert eine Burg. Kaiser Hadrian hatte sie gebaut. Man sieht noch heute im Pflaster die Umrisse der alten Burg. Die Burg liegt direkt am Tyne. Dort gibt es viele Brücken. Diese Brücken verbinden Newcastle mit Gateshead. Eine dieser Brücken heißt Hochbrücke, High Level Bridge. Robert Stephenson hat sie 1847 gebaut. Sie ist für Züge, Autos und Fußgänger. George Stephenson, der Vater von Robert, ist in Deutschland sehr bekannt. Er hat die Adler gebaut. Das war die Lokomotive für die erste deutsche Eisenbahn. Zwischen Nürnberg und Fürth verlief die. Jetzt folgen wir den Schienen der Hochbrücke. Sie führen uns zurück zur Burg. Und stellt euch vor, im 19. Jahrhundert baute man die Bahnstrecke mitten durch die Burg. Die Burg in Newcastle ist wohl die einzige weltweit, durch die man mit dem Zug fahren kann. Aber es gibt dort noch viel mehr zu entdecken. Geh hin und schau es dir selbst an.